Wird schon. Unfall, letzte Kurve. Da am Berg ist halt echt nicht so einfach. Nee, das wird einfach eine Minute zu früh. Ah, nee, Will, ist jetzt genau 8. Passt schon. Na gut, dann. Hab ich geguckt, was wir Temperaturen haben, wird schon passen. Wird schon klappen. Mein D15 hatte ich noch im Delta. Ich weiß, dass ich eine 201 tief fahren kann. Ich muss sie nur hinkriegen und Glück haben, dass ich keinen Verkehr habe. Come on, you can do it. Soll ich dich Track-Map-mäßig ein bisschen unterstützen, oder hast du das im Blick? Ich versuch's ein bisschen im Blick zu halten, aber wenn du gerade siehst, dass da irgendwelche Dudes irgendwie, also grundlegend fahren so Yellow Flags und GT4, das wäre ich froh. GT3 kann ich ganz gut selber einschätzen. Hätte ich auch gedacht, dass wir das so machen. GT3 kriegst du selber hin. GT4 ist ja auf der Karte, glaube ich, blau. Dunkelblau. Mhm. Warte mal, ich guck mal selbst, ob das auch so ist. Ja, wenn vor dir ein Incident oder sowas ist, genau. Elf GT4s gibt's hier, okay. Danke, Schlauvi. So. Zu deiner Info, GT4 ist gerade aus der Box gefahren, fährt okay. Den Berg gerade hoch. Oh, Matti. Genau deswegen wollte ich vorhin, bevor wir noch in die erste Runde gehen, vor dir sein. Also clever war es nicht.
Also der große Teil des Verkehrs ist in Sektor 1. Copy. Ja. Mit dem GT4 müsste passen jetzt. Denn auf den Geraden noch. Mhm. Ja, ich hab's mir leider in der Kurve gesaut mit Slingblock, Slingshot will ich mir nicht versauen. Die stehen nur im Weg. Ja. Mhm. Gleich mal reinkommen, frische Schlappen holen. Ja, wenn du dich beeilst, dann kannst du noch vor dem Großteil wieder raus. Die sind gerade Bentley-Kurve. Wie heißt die denn? Ich hab die vergessen. Forest Elba. Okay, da fahren gerade sehr viele runter. Wait. Welchen Reifen hat sie ausgewählt? Jetzt komm mal an. Hallo. Achtung, Incident vor Bentley-Kurve. Mhm. Wo steht er links, rechts? Ja, sehe ich jetzt nicht, aber er kommt jetzt in dem Rechtsknick hier drin. Okay. Zum Glück bin ich noch auf der Outlap. Oh, hier ein Porsche ist eingehämmert hier rechts. Warte mal, ich ändere mal die Kamera. Yellow flag in Sector 3. Und dann ist hier vor der letzten Kurve irgendwas passiert, da steht auch einer. Nee, schaffe ich nicht. Ich habe zu wenig Vertrauen ins Auto. Bevor ich da oben einhämmer und noch irgendwie die ganze Karre weglege. Ich weiß, dass es geht, ich habe es auch bei Dennis gesehen, aber ich bin noch zu unkonfident mit dem Auto. Ich bin froh, da wo ich aktuell stehe mit dem Audi, aber... Jetzt fährt er raus? Ja, okay. Passt. Aber dann das Limit kann ich noch nicht. Was macht der denn? Ich weiß auf jeden Fall, 201 tief liegt drin. Verkehr vor dir sieht ganz gut aus. Der nächste GT4 fährt gerade den Berg hoch. Ist jetzt in dem Linksknick drin. Sehr gut.
Schade. Ich gehe davon aus, dass du nächste Runde noch GT4 freies Land hast. Oh, es kommt gerade einer. Ne, passt. Die sind auf Stadtziel. Hallo Essen, gehst du weg? Hallo! Perfekt. Car on the left. Clear on the left. Das war schwach. Etwas spät vor allem. Ist zwar lieb gemeint wegen Windschatten, aber. Du dreckiger Bentley, Alter. Alter. Was war das? Ja, vor allem wie. Ich habe auch. Die gelbe Flagge kam, als ich den schon gesehen habe, und da war es zu spät. Ja. Du wolltest dir ansagen, in dem Moment fährst du schon vorbei. Oh, ja, ja. Jetzt steht das, hier rum. Die gelbe Flagge ist auch. Der war ja wohl wirklich direkt vor mir. Also, nächste Runde wird nichts. Ganz viel GT4 vor dir. Ah, ich bring jetzt erstmal die nach Hause. Ja. Ui. P5. Alter, also ein Zehntel habe ich safe verloren wegen dem Bentley. Gut, man kann dann wieder sagen, ich habe vielleicht gut gemacht dank dem Essen, der mir ein bisschen Windschatten gegeben hat. Gegeben hat vor allem. Ich mache wieder eine Inlap. Box, Box, Box. Time is invalidated. Please try to stay on the track. There's a slow car up ahead. Dass dann dieser Porsche etwas viel abfliegt? Haben die überhaupt trainiert? Ja, und möglich? Nein. Weiß ich nicht. Also P1 und 2 geben sich gerade schön. 2 Zehntel. Und dann P3 erstmal übelster Abstand. 6, 7 Zehntel. Puh. Und Dennis, ja, ist natürlich wieder voll am Start. Bei 0,1 beste Zeit.
Also ein Zwölfzehntel hast du bestimmt noch im Puffer, oder? Was denkst du? Ich würde sagen, also wenn ich es nochmal genau rekreieren kann, habe ich noch ein Zehntel, das ich wegen dem Bändle verloren habe. Ob ich noch mehr finde, wage ich zu bezweifeln, aber ja, never give up. Ja. Das ist mein 3000. und ich habe Nick. Ich meine, nach hinten ist viel Platz. Ja, eben. Also wenn ich jetzt nach vorne gucke, 3000. Nick, 500. Pinone und 0,17 Sekunden, ich hätte Kisser. Also wenn du Full Send nochmal machst, könntest du jetzt momentan noch auf P5, sag ich mal. Ist möglich. Mhm. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Gut finde schon mal auf die Top 10 in, okay, gut, der ist jetzt gerade gestiegen, aber zumindest schon mal einen guten Puffer gegen P11. Ja, ich habe 13 Minuten. Es kommen bestimmt noch ein paar Zeiten hier. 13 Minuten, ich kann diese 13 Minuten usen. Ja, lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Ich sehe gerade, da ist noch die 1, deswegen ich warte noch ein bisschen. Ja, das Ganze, also viel GT4 ist ja hier in der Bentley-Kurve gerade. Ja, in der zweitletzten, vielleicht. Bei der 144 ist gerade auch einiges an GT4. Ja, die 76, ja, das passt schon. Du hast auf jeden Fall viel freies Feld vor dir. Mhm. Ja, danke Marvin, ich gebe weiterhin volle Möhre, Alter. Also wenn ich jetzt heute sogar noch eine 2-0 erschaffe. Marvin, was geht? Würde ich ja schon feiern. Ich muss so hart pissen gehen. Vielleicht macht dich das schneller. Vielleicht machen wir das schneller. Jetzt auch immer vor jedem Qualifying das Trinken. So richtig viel, damit ich so richtig hart schiffen gehen muss. Aber mal eine halbe Sekunde schneller. Wie läuft das denn bei einem Langstreckenrennen? Nie schiffen gehen. Viel essen. Achtung, Achtung! Wer ist der Voidmeister? Wer? Ich bin es! How to avoid? Holy moly, Alter! Ich hab ihn halt for real avoided. Ich habe ihn nicht berührt. Ja, ich dachte, das geht mit einer Schramme davon, aber nein. You fucking survived. Ich bin einfach Skill. Damit hätte sich schon mal geklärt, wer diesen Teil des Quali fährt. Alter. Oh Mann. Ja, ich hab gehört, es gibt einen Clip. Irgendjemand, der Clips erstellen kann. Mashallah. Holy moly, ja, wach bin ich jetzt auf jeden Fall. Na, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, aber was ist da passiert? Danke, Fabi. Hier liegen? Alter, das ist einfach der Überlebenswille, der gerade. Mein Urinstinkt zu überleben ist gerade durchgekommen. Herzog im Honda ist verdammt langsam unterwegs. Ich glaube, den hat's da zerschellert. Bentley war da, ne? Mhm. Krass, ey. Ich bin auch wach. Wenn ich gucke nur zu. Ja, ich habe jetzt gerade eben meine Blase entleert. Wunderbar. Nee, ich wunderbar, muss gerade. Ich muss gerade wieder richtig viel furzen. Der Nitro-Antrieb. So, Verkehr vor dir. Alles schick. Erster GT4. Ich hab so eine. Bergauf, links. So ein Kunststoffschlauch, der geht aus meinem Ohrschloch direkt in den Brennraum. Und wenn ich da furze, ist das wirklich einfach so eine wunderbare Methanmischung. Wunderbar. Ist wie Push to Pass. 30 FPS, 30 PS mehr. Mach nochmal eine Hotlap, ein bisschen den Reifen wärmen. Was ist hinter dir passiert? Oh! Seiler und Flair. Oh! Plus gut, dass du schon durch bist. Völlig eskalativ. Mhm. So, vor dir. Wo bist du? Hier. Ach so, dort auf Track. Okay, das passt. Ja. Ja, der GT4 fährt jetzt den Berg runter. Es könnte knapp werden nächste Runde. Ja, wie viele Sekunden hat er plus minus vor mir? Also wenn er über 15 Sekunden, dann ist es safe. Plus 14.
An der Linie 13. Wird schon. Unfall, letzte Kurve. Ja, das bin ich. Oh nein. Ich bin gerade noch am Analysieren, was gerade falsch gelaufen ist und ob Neugebauer realisiert hat, dass wir hier einen Liga-Rennen, also einen Event fahren, wo man nicht in der Open Lobby ist. Ich verarbeite gerade noch, ich bin mir gerade nicht sicher, habe ich jetzt komplett Scheiße gebaut oder hat sich er gerade wie ein kompletter Monk verhalten? Ich habe es gerade überhaupt nicht gesehen, verdammt. Ich habe nur gelb gesehen. Also ich verstehe gerade nicht, was Neugebauers Ziel war. Weil er hat jetzt auch schon bergrunter die ganze Zeit den Reifen komisch aufgemixt, hat gerade den Honda blockiert und jetzt irgendwie in die Box, dann ging doch nicht und... Digga, ich will auf eine Hotlap. Bitte mal klippen, also, I don't know. Ich bin jetzt, also... So, hier geht er in die Box, doch nicht. So, ich will links ausweichen und er zieht nach links. Was ist, hä? Kannst du das bitte anzeigen? Ja, hier nochmal mal. Hast du die Nummer von dem Auto? Das ist die 154 10 Neugebauer. Also, weil das ist Block. Also, das. Ey. Was will ich denn da machen? Woher soll ich wissen, dass der auf einmal das Gefühl hat, der will doch fahren? Also. Jetzt habe ich es gesehen. Also Neugebauer, also irgendwie, I don't know, wo. Verstehe ich nicht. Also. Nee, verstehe ich nicht. Ich will das noch. Ich will auch nochmal sehen, was er hier gerade vorne für eine Scheiße gebaut hat. Offensichtlich ist das ja. Er wollte garantiert nach innen, damit du auf der Ideallinie bleiben kannst. Aber warum macht man das eine halbe Sekunde vor Turn-In? Ja, der Kunde hat ja auch schon vorhin Scheiße gebaut. Ich meine, guck ihn dir an, okay? Hier ist er irgendwie am Reifen aufwärmen. Da kommt irgendein Honda von hinten, der ist offensichtlich gerade auf einer Hotlap. Und das ist scheißegal, wenn der gute Kollege nur auf P29 ist, hat das gute Recht, seine Hotlap zu fahren. Vor allem, wenn du auf einer Non-Hotlap bist, dann chillt er hier. Also offensichtlich Beeinflussung der Hotlap für die 404. Kann man auch anzeigen. Ist eine ziemlich brenzlige und ziemlich grenzwertige Situation von Neugebauer. Es gab Kontakt. Dann fliegt er halb noch ab. Ist er weggepennt. Also, ja. Dann jetzt irgendwie. Will irgendwie bremsen? Will in die Box? Nein, doch nicht. Ah, ich block noch den Grossenbacher. Also, I don't know. Also, dass sowas eigentlich fahren darf, ist schon echt eine Frechheit. Hä? Also. Also Neugebauer, ganz ehrlich, ich hab eine Teamempfehlung für dich. Drei Buchstaben. Die Kenner wissen jetzt, was ich meine. Nee. Der eine wiederholt sich am Anfang und am Ende. Was ist Pital? In der Mitte ist ein wunderbarer Vokal. BPR, ja. Nee, wir haben in der Mitte kein Vokal. P... Das ist wunderbar recht. P ist ein Konsonant. Ich habe gelernt, ich bin Deutschprofi. Also langsam fällt mir wegen Nick dieser Unterschied von wie und als immer mehr auf. Ich lese es auch, wenn ich jetzt irgendwo etwas lese und es um einen Unterschied geht und da als oder halt auch wie steht, dann gucke ich, ob das richtig ist und freue mich, dass ich das erkenne. Weil ich bin ja ehrlich, ich habe das ja nie gelernt in der Schule. Das lernst du hier nicht, weil wir in der Schweiz, wir lernen zwar Hochdeutsch in der Schule, ja, aber in unserer Muttersprache spielt es keine Relevanz im Schweizerdeutschen. Und im Schweizerdeutschen ist im Endeffekt Deutsch mit einem speziellen Dialekt und sehr abgespeckt, was gewisse Regeln angeht. Also wir haben auch nur vier Zeitformen. Wir kennen zum Beispiel nur eine Vergangenheitsform im Schweizerdeutschen. Wir haben oft werden Artikel bei uns abgekürzt, wie zum Beispiel Choki. Also die Schokolade, sagen wir Choki, also D vorne dran. Und da ist es dann auch wieder. Einige schreiben Choki mit dem Begleiter als D-Apostroph Choki.
oder D/, also Abstand, einfach ein Leerzeichen, Schoki, oder D am Wort dran. Das ist dann auch wieder unnötig. Dann ist es auch egal, ob du es klein, groß oder Ding schreibst. Also, oh je. Deswegen ist es für uns Schweizer gar nicht so einfach. Das Deutsch, das ist schon irgendwie Muttersprache, aber halt auch irgendwie nicht. Es ist im Endeffekt warte für mal. Uns eine halbe Fremdsprache. What the fuck? Also am Berg, wenn es dann anfängt, bergunter zu gehen. Oh, Kurve 3, Unfall. Warte mal, wo bist du? Ich bin gerade Stadzi. Ach so, okay. Aber der 555, der Honda. Jetzt hat er es geschafft, sich zu drehen. Und fährt wieder weiter, okay. Alles clear. Ja. Mehr oder weniger. Eben, siehst du, Severin würde es mit Abstand machen. Ich würde es mit einem D-Apostroph machen. So wie die Amerikaner oder die Engländer mit ihrem Haven't. Das ist ja auch ein Apostroph NT als Endung. GT4 vor dir. Ja, ich bin eh gerade nur im Reifen aufwärmen. Ach so. Unfall berghoch, kommt gleich. Bist noch weit weg. Siehst du das jetzt eigentlich? Ja, es wird angezeigt. Yellow Flag. Ne? Ja, ja. Also aktuell wird noch angezeigt, das ist Yellow Flag. Und es ist wieder ein Bentley. Guten Morgen. Jetzt hat er sich umgedreht und fährt jetzt... Links, rechts? Nicht weiter, links steht er im Gras. An der Kuppe. Jetzt. Danke. Weiter. Wunderbarer Bentley. Das ist ja hier wie im Rennen, ey. Musst du immer aufpassen, was hier abgeht. Der Teil ist ja fast noch anstrengender, wie selber zu fahren. Du fährst einfach nur und ich muss ständig hin und her switchen, was ja so abgeht. Also viele GT4s sind gerade aus Turn 1 raus. Ja, stimmt schon, Moritz. Aber es liegt halt grundsätzlich daran, dass wenn wir halt mit Deutschland und Österreich arbeiten, was halt schon sehr oft vorkommt, dass wir halt auch mit denen auf Deutsch kommunizieren können. Also ich finde es auch grundlegend gut, weil das Schweizerdeutsch besitzt keine Grammatik. Es gibt keine Grammatikregeln, es gibt keinen Duden, es gibt kein Watch, es gibt nix. Es ist eine Sprache ohne Regeln, im Endeffekt. So, gib mal ein bisschen Gas hier. Full Send. Es gibt im Schweizerdeutschen, es klingt richtig oder es klingt falsch. Woher du das weißt? Weil du damit aufgewachsen bist. Ah, shit. Untersteuern. Ja, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Egal. Ich glaube, viel wird sich hier nicht mehr tun. Yellow flag. Be careful there. Unfall. Ist gesehen, danke. Bist du vorbei. Was hat er gemacht? Kosebeck, nein. Ich sehe die Zeit nicht, verdammt. Wie viel Zeit ist noch Rest? Eine halbe Minute. Ach da. Hast du noch Sprit? Ja, aber ich schaff's nicht mehr über Stadtziel. Also unsere Zeit ist fix. Ist aber auch okay. Ist eine ziemlich decent Zeit. Und jetzt kommt für Cliffhanger. Für die Verkehrslage. Ja, schade. Okay. Also ich bin zufrieden mit meiner Runde. Wenn ich nichts mehr tut, dann wunderbar Top 10. So kann es eigentlich bleiben, oder? Ja, wenn du auch so roundabout in dem Bereich dich nachher qualifizieren kannst. Nee, das nächste Qualifying muss gar nicht stattfinden. Doch, doch. Ah, verdammt. Der Severin hofft auf Verbesserung. Wie lief's bei euch? Na, P8 ist ziemlich überraschend. Ich hätte wirklich nicht mehr gerechnet. Ich bin zufrieden mit Nick. Wo ist er gelandet? Ja, am Schluss. Also er hat am Schluss eine 2037 gefahren. Platz ist es 32, aber darauf kommt es jetzt eh nicht drauf an.
Jetzt schau ich mal, auf wie viel ich das runterdrücken kann. Hm. So, er schiebt dir schon wie mal kann das... man, achso, muss ich hier live irgendjemanden anzeigen oder wird das im Nachhinein gemacht? Ich kann das uns gleich gerade noch machen. Ich habe das erstmal hier in Dokumente notiert, einfach reingeschrieben. Ich switche dich jetzt gerade mal noch aufs Auto, dann hast du es nachher direkt fürs Qualifying, kannst du meinem Setup... Ich würde das nicht in der Overtime machen. Was denn? Das Auto wechseln? Ja. Ist schon zu spät. Ich dachte mal, es hat mal geheißen, dass man das nicht machen soll. Aaron, kannst du losfahren? Ach so, über den Boxenstopp, ja, dann vielleicht schon. Ja, beim Boxenstopp, ja. Aaron? Ich hab's jetzt erst gesehen. Fahr mal los. Nein, geht nicht, ist gesperrt. Ja, jetzt vielleicht kannst du ja... Ach so, ja gut, dann aber geh zurück in die Box. Dann kannst du jetzt, solltest du ja immerhin auf Setups zugreifen können. Naja, ich bin im Menü, aber ich hab keinen Drive-Club. Ach so. Oder was meinst du? Warte mal, Return to Garage, geht das? Geht, jetzt habe ich doch Setup. Ja, du kannst ja da schon mal einen neuen Reifen auswählen. Die 19 Liter sind da, damit du halt genug Runden fahren kannst. Da man ja auf Bathurst gerne mal eine Runde abbrechen muss wegen Verkehr. Na gut, jetzt gibt es wenigstens kein GT4 mehr. Ja, ich muss aber sagen, ich hatte Glück mit GT4. Wir eigentlich auch. Das Setup ist schon das Richtige, ja. Das Setup ist das Richtige. Ich bin jetzt da, weil Nick jetzt schon weg ist. Okay. Ja gut, meine lieben Boys und Boysinchen, ich gehe mal ganz kurz schiffen, denn ich muss immer noch schiffen. Bis gleich. Gleich. So. Das neue Quali ist noch nicht gestartet, oder? Nee, es war noch ein paar in die Box. Okay. Nee, ist noch Overtime. Ja, weil ich kann jetzt komischerweise wieder auf Treff. Ich kann wieder fahren. Mach ich nicht, nein. Könnte, aber ich lasse es mal lieber sein. So, na dann mal schauen. Ja, jetzt also, ich kann nur zurück zur Garage. Ich erwarte jetzt hier keine Wunderdinge, aber das wird schon. Das wird schon, ja. Ja. Sehe ich auch so. So jetzt ist Quali 2. Jetzt ist das Safe Preset drin. Was? Bild ab. Jo. Was passiert denn hier bitte vor mir? Was machen die denn? Es ist Outlap. Ja, keine Ahnung. Der Fly und die zwei, drei andere. Keine Ahnung, die... Der Remo wird's ja gleich sehen.
Ich hab schon gehört. Okay. Ich kann dir nicht genau sagen, was das war. Was macht denn der Porsche hier? Eieieiei. Leute. Da ist die Outlap wilder wie die eigentliche Hotlap. Mhm. So, vor dir halt ziemlich viele GT3s. Hat aber eine gute Lücke. Sieht auch der. Hallo, was bist du für ein Arschloch? Hallo, so. Severin. Bisschen Ruhe jetzt bitte. Ja, aber jetzt bin ich ruhig. Hallo Luis. Danke, Schlawi, fürs Schreiben. Kennt ihr die Yellow Flag? Nicht interessant. Steven, was auch immer du versucht hast, ich weiß nicht, was du versucht hast. Und Chad, ich habe keine Bots und keine Alerts oder sonst irgendwas, so in der Richtung schon eingerichtet. Vor der Clean Track. Einige GT3 ist ebenfalls auf einer Hotlap. Keine Hotlap. Bei der Twitch TV sagt mir nichts. Also ich kann fremde Emotes posten. Sorry, habt den Unfall zu spät gesehen. Werde ich mir nachher dann mal angucken, Steven. Aber erst nach dem Qualifying.
Da, 2021. Ist okay, er müsste aber noch ein bisschen ranklotzen. So eine hohe 201er wäre schon schön. Ja, dann können wir wirklich ins, in den Pole-Shootout schaffen. Na Mist. Alles verloren in der Kurve. Oh, wow. Boah, ich hab mich übelst erschrocken gerade. Soll ich jetzt in die Box kommen oder lieber nochmal einen versuchen? Nee, ich muss nächste Runde eh in die Box. 5,3 Rest. Ja, dann musst du ran. Dann pack vielleicht nochmal ein Lied ein. Dann hätte ich jetzt 6 Rest. Ah, 2 müsste ich dazu packen. Dann kann ich 3 Hot Laps fahren. Ja, das werde ich machen. Es passiert einfach zu viel on track. Das ist ja krass, dass, wie viele das abfliegen. Obwohl wir kein GT4 auf dem Track haben. Bei der neuen Session war übrigens wieder das Safe Setup drin. Das da was? Muss man echt aufpassen. Das Safe Setup war wieder drin. Als die neue Session kam, musste ich nochmal reinladen, das Setup. Okay. Good to know. Die haben offensichtlich noch keine gute Runde zusammengekriegt. Ja, Severin ist ganz stark auf 4. Mal gucken, ob das Tobi gleich tut.
Sehr gut. Das Team, das gerade disqualifiziert wurde, war das, was vorhin, glaube ich, P2 geholt hat sogar. Im ersten Qualifying. Schon mal gut. Naja, ich glaube, das war wegen der Escape-Regelung, der hat sich zurückgeportet. Das ist verboten. Ja, jeder sollte die Regeln durchlesen. Offensichtlich wird es von vielen nicht praktiziert. Sind sie halt selber schuld. Sind die grundlegendsten einfachen Sachen genau das gleiche wie wann joint man? Wann ist welches Qualifying?
Der Run von Aaron sieht aber ziemlich gut aus. Schon wieder dieser Forest Elbow, den hat er echt nicht drauf. Schade, viel zu viel Zeit von ihm. Diese Backup-Kurve ist so belastend, das Auto schiebt übelst nach vorn, weil ich wahrscheinlich immer noch zu viel bremse da. Also eine halbe Sekunde kann ich hier noch holen. Versuche mal noch TC1 zu fahren. Das Auto regelt sonst viel zu viel weg. Na, trainiert er das schon. Gestern. Das ist nicht so viel. Man muss dazu jetzt auch sagen, das Feld ist deutlich kompetitiver. Weniger, keine GT4s auf dem Feld. Ich denke mal, meistens jetzt werden die stärkeren Fahrer antreten. Da droppen die Zeiten schon, aber wie ich das sehe, er ist zumindest im Delta gerade marginal im Positiven. Und wie ist die Kurve? Kann er enger fahren. Warum wurde das aufgehoben? Hast du da Infos dazu? Hast du Sound? Hm? Sound? Der ist an, ja. Ach so, ja, ich hab dich ja ausgestellt, weil ich dich ja hier höre. Dann höre ich dich ja doppelt. Oh, da kann ich selber besser sagen. Bitte nicht, Marvin. Bitte nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz. Wo soll ich, Marvin? Marvin, wo bist du? Auf der Arbeit. Deswegen ist er halt, deswegen ist Aaron heute für ihn eingesprungen im Qualifying. Wunderbaren Kollegen von WPS sind die ersten auf der Strecke mit Dennis fucking Schöninger. Aber sowas von alles wegstompt. Der Kleine. Also was der geraucht hat, um so stark auf Bathurst zu sein. I don't know. Auf jeden Fall sehr, sehr gutes Zeug.
True. Na gut, der Junge hat aktuell auch wirklich nicht viel zu tun. Also, wie ich mitgekriegt habe, mit Schule ist bei ihm aktuell auf maximal entspannt unterwegs. Der chillt eigentlich die meiste Zeit daheim und macht nichts. Also, er musste zwar gestern irgendwie auf 23.59 Uhr was abgeben, das hat er auch gemacht. Aber sonst hängt er zu Hause rum und genießt sein Leben. Was man halt so mit 16 macht. Oh, eine wunderbare World Ride. Und zu Vögeln. Mit 16. So, was geht jetzt hier ab? Achso, man sieht gar nicht die Zeiten. Kann man die sich irgendwie anzeigen lassen noch? Also du, Remo? Das kann ich machen, sobald Zeiten gefahren wurden, ja. Ist ja noch nicht der Fall. Vor allem, was jetzt halt witzig wird, ich meine, die haben ja halt nur 10 Minuten, gell? Ist nicht lange. Mhm, das stimmt. Ein Run. So. Gib ihm. Ah, im Fall der Schöninger. Gut, er hat abgebrochen. Und weiß man nun, wie viel gefehlt hat zu Top 10? Oder ist das gar nicht bekannt? Nee, das wissen wir noch nicht. Vielleicht wird es ja noch so, bekannt gemacht. So, 201, 2-0 glatt. Dann Kyle Pferdner. 201-4. Der gute N. Huben für Rotronic Racing fährt eine 201-0. So, unser Kesselchen. Meine erste Rundenzeit ist noch nicht so relevant, weil der Reifen ist noch nicht ganz so im Leben, wie er ab Runde 3 oder ab Runde 2 sozusagen ist in der zweiten Hotlap. Daher ein guter Haltungspunkt, aber dennoch aktuell Pole für Tobias Pfeffer mit einer 2-0-6-0-6. Für Rosenbauer aktuell die schlechteste Zeit mit einer 2-0-1-8-9-6. So, T. Schur. Auch gar nicht mal so gut unterwegs. Gar nicht mal so schlecht unterwegs. No front. Gar nicht mal so gut unterwegs. No front. Aktuell auf P5 mit 201-284. Und jetzt kommt das, glaube ich, letzte Auto. Ne, zweitletzte. Basti Richter aktuell auf P6 mit 201-374. Radizzi ist jetzt gleich der letzte. Dann kann ich euch mal die ganzen Zeiten einblenden. Und dann seht ihr, wie das Ganze aktuell aussieht. Wie gesagt, die erste Runde noch nicht so krass relevant. Der Reifen muss erst ins Leben kommen. Ich denke mal, jetzt wird es dann gleich spannender. So, und Radizzi fährt eine wunderbare zweite Bestzeit mit einer 2-0-0-8-2-8. Damit aktuell 2 Zehntel hinter Tobias Pfeffer. Ebenfalls 2 Zehntel hinter ihm ist die Alram und da hat es geknallt. Die Nummer 10 ist abgeflogen. Nummer 10 ist Rosenbaum, was hast du nur getan? Naja, keine Zeit, wir müssen nach unten gucken, denn, Waman, Dennis Schöninger setzt nicht die Polezeit. 200stel langsamer als Tobias Pfeffer. So, die haben wir jetzt komplett verpasst. Es ändert sich aber gerade nicht wirklich was. Doch, Huben. Neue Polezeit von Huben in dem Audi A8 mit einer 2 Minuten 414. Damit einen fast 2 Zehntel schneller wie Tobi. So, Tobi kommt aber gerade wieder wunderbar angeschallert. Und gönnt sich erstmal eine 2 Minuten 339. Damit eine wunderbare neue Polezeit. So, nächster Anflieger ist T. Schur. Aktuell auf P7 liegen mit 0,945 Sekunden Rückstand. Mal gucken, ob er sich verbessern kann. Aktuell, wie gesagt, auf P7. Schaut sich erstmal Richtung... Keine Verbesserung. Schade, 2 Zehntel zu langsam. So, Basti Richter fährt rein. Rosenbaum fährt nochmal eine Runde, trotz Abflug. Na gut, mutig kann man machen. So, und Radizzi ist der Letzte im Bunde, der noch eine Zeit fahren muss. Ja, perfekt, Kamera. Und dann sind wir dann auch schon wieder bei der Führung des Ganzen. So, Radizzi kann sich nicht verbessern. Versucht's nochmal. So, Dennis Schöninger kommt schon wieder runter. Der erste wird knapp mit der Zeit, wa? Mhm.
Gibt hier nochmal volle Möhre. Schafft das? Er schafft eine Verbesserung, aber keine Positionsverbesserung. Ist noch 0,186 hinter Tobias Pfeffer. Jetzt eine Positionswechselung. D-Alram schafft es auf P4. Da ist er auch abgeflogen. Der zweite Honda mit Evins hat es nicht geschafft. BKL ebenfalls keine Verbesserung. In Huben auch keine Verbesserung. So, Tobias Pfeffer schafft das nochmal. Eine Mark zu setzen? Nein. Schafft auch keine neue Bestzeit zu setzen. War ein Zehntel zu langsam. Bricht jetzt auch ab. Quali für ihn damit dann durch. Jetzt kommt Teschur. Hat ein sehr, sehr gutes Delta von ungefähr 3 Zehntel. Damit wäre es eine wunderbare Verbesserung in Richtung Position. Ja, könnte knapp dann doch der Sechste sein. Ja, verbessert die Zeit, aber leider keine Position. Ist damit aber zumindest mal näher an Evins dran. Ob er jetzt nochmal zieht, das sehen wir gleich. Und jetzt kommt Rosenbaum nochmal. Ja, verbessert sich nur um den Zehntel und schafft damit nur Pits. Also ist weiterhin auf P10. So, Radizzi, volle Möhre. Ja, ist aktuell ziemlich zeitneutral. Ja, die Strecke ist aktuell auf Fast. Die Strecke stimmt, die Strecke ist auf Fast. Lol. So, Radizzi schafft keine Verbesserung. Außer einen neuen ersten besten Sektor overall. So, Basti Richter ebenfalls keine Verbesserung, aber kann natürlich jetzt nochmal eine Runde ziehen, hat frisches Material. Oh, Dennis Schöniger kommt gleich nochmal angeballert. Ist aber ziemlich langsam, geht rein. B. Keil versucht es dann nochmal. Ne, ist auch 2 Sekunden im Delta. Auch nicht, auch nicht. Jawohl, Huben vielleicht. Könnte sein, dass es gleich nochmal durchzieht, der Huben. Ist zumindest mal von der Zeit her eigentlich ziemlich identisch wie seine vorherige Zeit. Und es reicht nicht. Sehr knapp. Damit aber die Pole verpasst. Jetzt gucken. Oh, Teschur ist noch unterwegs. Aktuell sogar 2,5 Zehntel im Delta. Das würde ihn diesmal wirklich auf eine bessere Position schieben. Auf P6 vor Erik Wiens. Heißt überhaupt Erik? Keine Ahnung. E-Wiens. ja. Ich will noch nicht GZ an Tobi sagen. Das Qualifying ist noch nicht zu Ende. Es sind noch 2, 3 Leute draußen. So, Wiens weiter mit 2,5 Zehntel im Delta. Bringt diese, denke ich mal, jetzt auch ziemlich safe übers Ziel. Und snackt sich damit wunderbar P6 mit einer 2,00987. So, noch gucken, haben wir hier noch irgendwen? Rosenbau versucht es nochmal. Und. Nope. Es bleibt dabei. P10. Tobi ist auf der Inlap. Radizzi ebenfalls. Jetzt aber Bastian Richter. Wunderbar in die Cockpit rein. Das ist eine gute Herr noch so reist. Hat 3 Zehntel im Delta. Das würde für P8 reichen. Boah, hat es jetzt aber hier nochmal auf dem letzten Meter ein bisschen versaut. Dennoch P8 erreicht. Ja, das Endergebnis, Tobias Pfeffer gewinnt das Qualifying mit nur 700stel Vorsprung vor Enhuben mit 0,18 Zehntel vor Dennis Schöniger mit WPS, die Alram auf 4 im Honda, Radizzi auf 5 im Mercedes, Teschur auf 6 mit dem Audi, Evins ebenfalls in einem Honda auf P7, Bastian Richter, das einzige Team, was es geschafft hat ins Shootout mit dem V12 Aston Martin auf P8, BKL auf P9. Und der 10. Platz geht an Rosenbaum. Ja, wunderbar. Top 10 Shootout. So da zwischen dem McLaren und dem Audi. Da so hinstellen.